Wer den Krieg gewinnen wollte, konnte auf Flugzeuge nicht verzichten. In diesem Video zeigen wir die schnellsten, größten, stärksten und gefährlichsten Flugzeuge. Eines ist sogar unsichtbar und stammt aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Nordamerikanische X-15. Es ging als schnellstes Flugzeug aller Zeiten in die Geschichte ein und auch fast 60 Jahre später konnte ihm nichts das Wasser reichen. Der Bau begann 1952. Ab 1959 wurden insgesamt 199 Testflüge durchgeführt. Das Flugzeug wurde von 12 Spitzenpiloten gesteuert, darunter auch Neil Armstrong, der später den ersten Flug zum Mond 1969 anführte. Die X-15 flog mit halsbrecherischer Geschwindigkeit zur Grenze des Weltraums und wieder zurück. Dabei wurden Informationen über die Leistung verschiedener Flugzeugstrukturen, Materialien und Steuersysteme bei Überschallgeschwindigkeit und schwindelerregenden Höhen gesammelt. Die Flüge des über 15 Meter langen Vogels dauerten nur 10 Minuten bei 1,2 Kilometern pro Sekunde. Im Grunde war es eine Rakete mit Cockpit, die von einem Mutterschiff in 14 Kilometer Höhe gestartet wurde. Während dieser Testflüge fanden zwei Notlandungen statt. Eine verlief tödlich. Nordamerikanische P-51 Mustang. Dieser Mustang hatte den Verlauf des Zweiten Weltkriegs wesentlich beeinflusst. Er wurde 1940 auf Wunsch der britischen Regierung entworfen. Sie wollten mit einem neuen Jagdflugzeug die Kontrolle über den europäischen Luftraum übernehmen. Nach rund 102 Tagen war der erste Entwurf fertig. Eine Woche später, im Herbst 1940, absolvierte er seinen Jungfernflug. Die Briten gaben ihm den berühmten Spitznamen Mustang. Doch das Flugzeug hatte ein Manko. Die Leistung nahm mit zunehmender Höhe ab. Das wurde durch britische Rolls-Royce-Motoren gelöst, mit unglaublichen Ergebnissen. Der Flieger erreichte 643 km/h. Die hohe Geschwindigkeit, große Reichweite, geringen Kosten und 6 M2 Browning-Maschinengewehre vom Kaliber 50 machten ihn perfekt. Bald beherrschte der Mustang den Himmel und zerstörte fast 5000 feindliche Flugzeuge. Insgesamt wurden 15.000 Mustangs gebaut. Messerschmitt ME-262. Als Pilot im Mustang wurde man wahrscheinlich auch von der Messerschmitt ME-262 überholt. Das Jagdflugzeug war 190 km/h schneller. Der Spitzname Schwalbe steigerte das Selbstbewusstsein der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs deutlich. Ihre Überlegenheit war nur von kurzer Dauer, denn im letzten Kriegsjahr konnten nur wenige dieser Flugzeuge hergestellt werden. Obwohl 1443 Schwalben produziert wurden, kamen nur 300 im Kampf zum Einsatz. Der Rest wurde bei Trainingsflügen oder feindlichen Bombenangriffen zerstört. Die Messerschmitt wurde schließlich durch die Überzahl von Mustangs und die Entwicklung moderner Kampfstrategien besiegt. Heute gibt es weltweit nur noch 9 Exemplare in mehreren Museen. Enola Gay B-29 Bomber Superfortress. 1942 absolvierte dieses Mordsteil seinen Jungfernflug und erfreute sich während des Zweiten Weltkriegs im Pazifik schnell großer Beliebtheit. Der Bomber wurde für den Transport der Atombombe ausgewählt und musste dafür modifiziert werden. Oberstleutnant Paul Warfield Tibbetts war der erfahrenste B-29-Pilot und für die Zusammenstellung und Ausbildung der Besatzung verantwortlich. Die modifizierten Flieger wurden zur amerikanischen Militärbasis Tinian im Pazifik geflogen. Nach dem erfolgreichen Test der Atombombe 1945 wurde Japan ins Visier genommen, da sie immer noch nicht kapitulierten. Enola Gay war der Name von Tibbetts Mutter. Die Uranbombe Little Boy warf er über Hiroshima ab. Sie explodierte in 580 Metern Höhe und zerstörte alles. 2003 wurde die inzwischen zerlegte und stark beschädigte Enola Gay restauriert und in einer Einrichtung in Virginia ausgestellt. Lockheed AC-130 Spectre Gunship. Diese Dinger können als Arbeitspferde unter den Kampfflugzeugen der letzten Jahrzehnte angesehen werden. Die verschiedenen Flugzeugtypen wurden bei diversen Kriegen und Konflikten auf der ganzen Welt eingesetzt, zum Beispiel in Afghanistan, als das Feuer auf die feindlichen Truppen eröffnet wurde. Und während der Invasion des Irak 2003 leisteten sie Bodentruppen und Schlachten wie um Fallujah enorme Unterstützung. Sie wurden auch bei der Invasion in Libyen 2011 während des Bürgerkriegs eingesetzt. Seit ihrem ersten Flug im Vietnamkrieg hat der Vogel nach Angaben der US-Luftwaffe mehr als 10.000 Lastwagen zerstört. Für die Zukunft soll ein neues, hypermodernes Modell entstehen. Es wird das am schwersten bewaffnete Kampfflugzeug aller Zeiten sein, mit 9 Kanonen, Raketen, Bomben und Lasern. Dieses Flugzeug ist ein Segen für Bodentruppen, der Feind hat dann keine Chance mehr. The Flying Fortress B-17 Bomber.
Die Flying Fortress aus den 30er Jahren war das Ergebnis eines Multimillionen-Dollar-Wettbewerbs zwischen Boeing, Martin und Douglas. Die Hersteller mussten ein Flugzeug vermarkten, das die amerikanische Küste schützt und Ziele aus großer Reichweite trifft. Boeing brachte das Modell 299 auf den Markt, den Vorläufer des B-17. Er war beeindruckend und übertraf das Modell 146 von Martin und die DB-1 von Douglas in jeder Hinsicht. Der Journalist Richard Williams von der Seattle Times beschrieb die B-17 als Flying Fortress und Boeing ließ den Namen sofort markenrechtlich schützen. Nach einem tödlichen Unfall wurde das Projekt zunächst verworfen, dann verbessert und stärker gemacht. Die fliegende Festung war im Zweiten Weltkrieg ein unverzichtbarer Verbündeter der US Air Force. Aufgrund des effektiven Waffensystems warf sie mehr Bomben als jedes andere Flugzeug im Krieg ab. U-2-Spionageflugzeug. Das vielleicht berühmteste Spionageflugzeug der Welt ist auch als Dragon Lady bekannt. Das erste Exemplar erhob sich 1955. Ab 1959 wurde es regulär genutzt. Das letzte Modell wurde 1989 gebaut. Der einsitzige Düsenjäger flog in großen Höhen und wurde von der CIA und der US Air Force eingesetzt. Sein Hauptzweck war, während des Kalten Krieges elektromagnetische Strahlen zu überwachen, Informationen über Atomwaffentests zu sammeln und feindliche militärische Gebiete zu fotografieren. Danach wurde er auch zur Aufklärung und Überwachung von Krisenherden in der Welt eingesetzt, an denen die USA beteiligt waren. Heute gibt es Pläne, das 65 Jahre alte Modell wiederzubeleben. Die neue U-2 soll fortschrittliche Waffen und Sensoren im Weltraum, auf See, unter Wasser, in der Luft und an Land miteinander kombinieren. Ein unsichtbares Flugzeug, Lockheed F-117 Nighthawk. Der Nighthawk war eines der bestgehütetsten Geheimnisse Amerikas. Während des Golfkriegs 1991 im Irak konnte sich das Tarnkappenflugzeug zum ersten Mal beweisen. Es wurde so gebaut, dass es alle möglichen Technologien nicht entdecken konnten. Die Erwartungen waren hoch, denn die irakische Hauptstadt Bagdad galt als eine der sichersten Städte der Welt. Aber Major Greg Feast wusste, was zu tun war. Er führte 10 unsichtbare Flugzeuge weit ins irakische Gebiet, um erste Bomben abzuwerfen. Sie sollten der Welt zeigen, was mit Stealth-Technologie möglich war. Spannend war es trotzdem, denn es gab keine Garantie, dass das klappt. Es ging um die verzögerte Erkennung, ganz vermeiden konnte man sie noch nicht. Die Nighthawk war schwer zu sehen, aber nicht völlig unsichtbar, so der F-117-Pilot Keith Butler. Die irakische Armee wurde überrumpelt und eröffnete das Feuer vergeblich, denn Major Feast kehrte mit seinen Männern unversehrt zurück. JAS 39 Gripen. Unter den Giganten der Kampfflugzeuge ist es Schweden gelungen, ein Flugzeug zu entwickeln, das mit den anderen auf dem Exportmarkt konkurrieren kann. Die Gripen von Saab AB wird weltweit von 12 Armeen eingesetzt und wird wahrscheinlich noch mehr Kunden gewinnen. Das Modell erblickte 1979 das Licht der Welt, nachdem die schwedische Regierung einen einheimischen Ersatz für die beiden Vorgängermodelle, den Draken und die Viggenjet-Militärflugzeuge, brauchte. Als eines der kleinsten Länder der Welt mit einer Flugzeugindustrie hat Schweden es dank der Gripen geschafft, diese florieren zu lassen. Sie profitierten von früheren Erfahrungen, daher lag der Fokus bei einem einfachen und erschwinglichen Flugzeug. Die erste Gripen hob 1988 ab. Bis heute wurden 306 Exemplare gebaut, von denen 10 zerstört wurden. Weitere Vorteile sind die geringe Größe und die niedrigen Betriebskosten. Vergiss nicht, dich anzumelden und auf die Glocke zu klicken, bevor du unsere Nummer 1 ansiehst. Kalinin K7. Die Russen sind bezüglich kolossaler Militärflugzeuge wahre Meister. Die Kalinin war ein riesiges Flugzeug, das in den 30er Jahren von Russland entwickelt wurde. Sie scheinen eine Vorliebe für überdimensionale Designs zu haben. Sicherlich sollte es den Feind beeindrucken. Die Kalinin absolvierte 1933 ihren Jungfernflug und sollte sowohl als schwerer Bomber als auch als Passagiertransportflugzeug eingesetzt werden. Es hatte eine sehr ungewöhnliche Konstruktion mit 2 großen Flügeln, die als Landebeine dienten. Der Entwurf stammt von Konstantin Kalinin, einem Piloten aus dem Ersten Weltkrieg, der später Flugzeugkonstrukteur wurde. Mit 53 Metern Flügelspannweite und 9 Motoren wirkte es robust, doch es war eher ein instabiles Flugzeug, das unter starken Vibrationen litt. Schließlich kam es zu einem Unfall, bei dem 15 Besatzungsmitglieder ihr Leben verloren.
Das waren die stärksten Militärflugzeuge aller Zeiten. Welches davon hat dich am meisten beeindruckt? Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns unbedingt einen Daumen nach oben.